Ich muss mal auf Toilette. Ich muss pullern. Bevor ich in die Vergangenheit reise und nicht mehr pullern muss. Was ist denn hier? Hier leuchtet doch noch was. Hier war ich ja nur Jani. Ach, hier ist ein Kuscheltier. Guck mal, eine Giraffe. Wie süß. Das ist doch wohl ein Scherz. Was ist das? Boah. Das sind meine ganzen Sachen aus unserem Elternhaus. Er hat alles aufbewahrt. Immer steht die hinter mir. Wahrscheinlich dachte er sich schon, dass du zurückkommen wirst. Sie verfolgt mich. Ist das gruselig? Ist das? Ja. Wills persönlicher Psychiater. Hm. Willst du ihn testen? Ich glaube, diese Giraffe hat schon genug mitgemacht. Das glaube ich mir auch. So, wo kommen wir hier hin? Was ist? Toto. Das ist meine Unterschrift. Das ist von dir? Und ich bin noch nie hier gewesen. Joni. Du bist die Frau auf dem Bild, oder? Und... Jack. Ich muss dir was sagen. 1999. Ich war 8 Jahre alt und spielte hinter dem Haus, als eine Frau kam und erzählte, sie sei aus der Zukunft. Sie gab mir sehr genaue Details über Ereignisse, die auftreten würden. Sie gab mir das. Voller Daten, Ereignisse, voller Beweise. Jack, diese Frau... Das warst du. Alles, was ich mir selbst erzählt hatte, trat ein. Jedes Detail, ob gut oder schlecht, passierte und konnte nicht verändert werden. Unser Schicksal ist für uns festgelegt, Jack. Alles, was uns hierher brachte, jedes Opfer, das wir erbracht haben, alles war ein Teil dieses Wegs. Das ist nicht zu ändern. So ist das. Beth. Aber wenn wir diese Zeitmaschine betreten, siehst du es mit eigenen Augen. Okay. Wenn du dir sicher bist, zu wissen, wie das alles funktioniert, dann können wir es auf deine Art versuchen. Ja, ja. Schön. Sie gab sich selber das Buch. Sizilienpizza. Sizilien, Schöneland. Insel, meine ich. Das Notizbuch war voller Anweisungen, Daten und Ereignisse, die stattfinden würden. Ihr ganzes Leben wurde von diesen Seiten bestimmt. Alter. Ich will das jetzt aber nicht alles vorlesen. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig. Also, let's go. Beth, ich weiß, dieses Aufeinandertreffen wird schwer zu verkraften sein. Man trifft schließlich nicht jeden Tag sein Ich aus der Zukunft. Ich würde dir sagen, dass du das alles geheim halten musst, aber ich weiß, du wirst nicht auf mich hören. Du wirst diese Lektion auf die harte Tour lernen. Die nächsten Jahre werden nicht einfach für dich werden. Niemand, den du kennst, wird verstehen, was du durchmachst. Die, die dir am nächsten stehen, werden versuchen, dich zu ändern. Werden versuchen, dich zu überzeugen, dass du den Verstand verlierst. Das tust du nicht. Du bist besonders. Du wurdest auserwählt, etwas Unglaubliches zu tun. Du sollst wissen, dass sich all deine Mühen am Ende lohnen werden, weil du eine Bestimmung hast. Du wirst die Welt retten. Woher ich das weiß? Ich habe das alles schon durchgemacht und ich werde es beweisen. Unten stehend findest du eine Liste von Ereignissen, die in der Zukunft passieren werden. Sie können nicht abgewendet oder ungeschehen gemacht werden. Es wird Zeit dauern, das zu akzeptieren. Aber irgendwann wirst du lernen, dieses Wissen zu deinem Vorurteil zu nutzen. Du wirst auf das, nicht das Vorurteil zu nutzen, deinem Vorteil zu nutzen. Du wirst auf das vorbereitet sein, was kommen wird. 3. Oktober 2000. Derek Stevenson schikaniert dich schon seit Monaten. Ab 3. Oktober wirst du ihn die Treppe in der Schule runterschubsen. Du wirst alles in deiner Macht Stehende tun, um dem zu widerstehen. Teilweise, weil du Angst vor der Konsequenzen hast, teilweise, um zu beweisen, dass dieses Buch nicht der Wahrheit entspricht.
Aber die schrecklichen Dinge, die er in dem Monat zu dir sagt, werden einfach zu viel für dich sein. Er wird so tun, als ob er weinen würde, behaupten, dass du hättest ihm eine Gehirnerschütterung verpasst und du wirst alle Schuld auf dich nehmen. Du wirst auf eine andere Schule geschickt. Du hoffst, dass alles besser wird. Das wird es nicht. Es wird ein schwieriges Jahr werden. Wann immer du dich hilflos fühlst, denk an dieses Buch. Du bist besonders. Du hast eine Bestimmung, die sie nicht haben. Halt dich daran fest. Und falls du dich dadurch besser fühlst, in 17 Jahren wird Derek in einem Ramschladen arbeiten und immer noch bei seiner Mutter leben. 3. Dezember 2000. Mr. Hartzug von nebenan wird sterben. 3. Februar 2001. Die Kinder in der Schule werden deine Jacke stehlen. Deine Eltern werden behaupten, dass du sie absichtlich verschenkst, damit sie dir eine neue kaufen. Schau in die Mülltonne in der Ecke 3rd und Main. Dort findest du etwas, das dich durch den Winter bringen wird. Michelle wird dich dafür aufziehen, dass du so etwas trägst. Du wirst dich wehren, aber das wird alles nur noch schlimmer werden. Oder machen. Nachdem du deinen Ärger runtergeschluckt hast, nimm sie zur Seite und sag ihr, das mit deiner Mutter tut mir leid. Dann umarm sie. Sie wird dich wegschubsen. Sie wird unglaublich verwirrt aussehen. Verwundbar. Sie wird dich nie wieder ärgern. 24. April 2001. Erika, deine beste Freundin, wird sich den Arm brechen. Dass du das gelesen hast, was du als... Dass du das gelesen hast, wirst du alles in deiner Macht Stehende tun, um es zu verhindern. Alles, was du tust, um es zu verhindern, wird es erst recht geschehen lassen. Das ist das erste Mal, dass du wirklich mitkommst, dass dein Schicksal bereits vorbestimmt ist. Es kann nicht geändert werden. Erika wird dir für die Sache die Schuld geben. Versuche es dir nicht so sehr zu Herzen zu nehmen. Du wirst bald erkennen, dass sie nicht die Freundin ist, für die du sie gehalten hast. Bleib stark. Du wirst sehr bald Menschen finden, die dich dafür respektieren, wer du bist. 5. August 2001. Du wirst mit dem Nachtbus nach Hause fahren. Es wird nur ein anderer Passagier an Bord sein. Ein heruntergekommen aussehender Junge mit einem blauen Auge. Sein Name ist Jack Joyce. Merk dir sein Gesicht, er wird später noch wichtig werden. 11. September 2001. Da war ja der Anschlag in New York. Das ist der Moment, der dich verändern wird. Ja, der hat uns alle verändert. Es wird etwas passieren, das die ganze Nation erschüttern wird. Na, das ist ja, sehen wir doch schon. Ein Terroranschlag wird das World Trade Center zum Einsturz bringen. Tausende werden sterben. Ich werde nicht weiter ins Detail gehen. Je mehr du weißt, desto schmerzhafter wird es sein, wenn du nicht in der Lage bist, es zu verhindern. Und du wirst versuchen, es zu verhindern. Du wirst scheitern. Du wirst dieses Buch dafür verfluchen, dass es dir nicht mehr verrät. Du wirst dich selber dafür verfluchen, dass du nicht in der Lage bist, es zu verhindern. Es wird lange Zeit brauchen, das zu verarbeiten. Aber du wirst diesen Schmerz schließlich verwenden, um dich auf dem Weg nach vorne voranzutreiben. Jetzt hast du gefühlt, wie es ist, vollkommen unvorbereitet zu sein auf das, was kommt. Das wird dir nicht noch einmal passieren. Das nächste Mal wirst du bereit sein. Das ist das Ereignis, das dich endgültig glauben lässt. Alle Zweifel werden verschwinden. Du bist bereit, diese Mission anzunehmen. Also, was wird passieren? 8. Oktober 2016. Ein fehlgeschlagenes Experiment wird zu einem Bruch der Zeit führen. Dieses Ereignis wird Riss in der Zeit genannt werden. Das Eintreffen dieses Ereignisses kann nicht verhindert werden. Sein Verlauf allerdings muss es. Falls der Riss nicht aufgehalten wird, wird die Zeit an sich zum Stillstand kommen. Das Leben auf unserem Planeten wird zu Ende gehen. Die Welt retten war keine Übertreibung. Das ist deine Mission. Du musst den Riss aufhalten. Du kannst das, aber du musst einigen einfach Anweisungen folgen. Lerne, wem du vertrauen kannst. Die kurze Antwort: niemandem. Je weniger Menschen von dir wissen, desto sicherer wirst du sein. Ab diesem Zeitpunkt ist deine Mission wichtiger als jeglicher andere Aspekt deines Lebens. Fang keine Beziehung an, die du nicht bereit bist, sofort hinter dir zu lassen. Für diese Regel gibt es keine Ausnahme. Später mehr dazu. Kenne deinen Feind Monarch Solutions. Sie werden versuchen, dich vom Erreichen deines Ziels abzuhalten.
Lerne alles, was du kannst, über sie. Du wirst den besten Weg, das zu erreichen, erkennen, wenn es soweit ist. Monarch wird von einem Mann namens Paul Sarin geleitet. Du darfst niemals von Paul Sarin gesehen werden. Wenn er dich entdeckt, riskierst du, dass deine Mission scheitert. Lerne alles, was du kannst, über ihn. Bleib im Verborgenen, aber denke daran, häufig ist der beste Platz, dich zu verstecken. Direkt unter der Nase des anderen. Pass dich an. Ändere dein Aussehen regelmäßig. Haarfarbe, Kleidungsstil, einfach alles. Vermeide es, Aufmerksamkeit auf dich zu beziehen. Lerne unauffällig zu sein. Beobachte die um dich herum, die Art, wie sie sich bewegen, sprechen, lachen. Mach es ihnen nach. Werde eins mit deiner Umgebung. Trainiere täglich. Es gibt eine Reihe von Fähigkeiten, die du beherrschen wirst. Ja genau, die haben wir ja schon. Übertreibe es nicht, fang mit Gymnastik an, studiere dein Ziel. Jack Joyce ist der einzige Mensch, der dir bei deiner Mission helfen kann. Er ist die Ausnahme zur Regel 1. Ihm kannst du vertrauen. Lerne alles über Jack, was du kannst. Studiere ihn aus der Ferne, aber suche keinen direkten Kontakt mit ihm. Du bist nicht die Einzige, die ihn beobachtet. Am 9. Oktober 2016 wirst du Jack Joyce retten. Von da an werden sich die nächsten Schritte von alleine ergeben. Hab Geduld mit ihm, er ist stur, rücksichtslos, naiv. Aber du kannst es nicht ohne ihn schaffen. Und er hat seine Momente. Er ist viel schlauer, als es zuerst erscheint. Verwechsle Trauer nicht mit Dummheit. Studiere dein Ziel. Die Gegenmaßnahme, das ist das Gerät, das gebaut wurde, um den Riss rechtzeitig aufzuhalten. Das ist dein Ziel. Finde die Gegenmaßnahme und verwende sie, um den Riss zu stoppen. Wenn du das erreichst, ist die Welt gerettet. Das Gerät wurde von Jacks Bruder Dr. William Joyce gebaut. Jeglicher Versuch, vor dem Beginn des Risses William zu kontaktieren oder die Gegenmaßnahme zu finden, wird umsonst sein. Warte, Jack wird dir den Weg zeigen. Die Gegenmaßnahme, dich zu bereuen, die Gegenmaßnahme an dich zu bringen, wird nicht einfach werden. Es wird dich viel Mühe und große Opfer kosten. Wenn die Zeit reif ist, wirst du dafür bereit sein. Wenn du das hier zum ersten Mal liest, wird es nicht viel Sinn für dich ergeben. Mit der Zeit wirst du jedes Wort glauben, dich aber nicht vorbereitet fühlen. Du wirst dir wünschen, ich hätte dir alles gesagt. Ich verspreche dir, dass alles, was hier geschrieben steht, alles ist, was du brauchen wirst, um dich dorthin zu bringen, wo du sein musst. Ich weiß es, weil ich bereits dort bin. Kopf hoch, Toto, du wirst Unglaubliches erreichen. Du. Krass, wa? Oh. Ey. Die öfters in der Vergangenheit und so. Voll geil. Sie war es. Sie war diejenige, die die halbe Stadt bemalt hat. Mein Gott. Ich kann gut malen. Aber sie sollte mal ihr Buch nicht vergessen. Oder liegt es mit Absicht hier? Natürlich liegt es da mit Absicht. Die wird ja dann öfters hier vorbeikommen mit uns. Warte mal, bevor du da lang gehst. Wie geht's denn da lang? Ach, zurück zur Zeitmaschine, okay. Was ist der? Kann man wohl hochklettern? Oh, da. Elemente da oben anbringen. Ach, das war mit Absicht. Das ist genau die Art von Frage, die sich Will beim Bau dieses Dings niemals... Vorsichtig. Oh, natürlich. Verdammt. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Das wird nicht passieren. War wieder zu schnell. Statt die... Weißt du, reinreden können sein immer. Aber, wenn man sich mal ein bisschen schneller bewegt, können sie auch so quatschen. Hast du Probleme zum roten Licht da oben zu kommen? Nein. Ist nicht so leicht, wie es aussieht. Kein Stress. Das geht ja nur um das Schicksal der Welt. Okay, das erste rote Lämpchen ist jetzt grün. Und wo ist das andere? Nur noch eins übrig. Da hinten. Okay, wie komme ich da hin? Kann ich auch. Ah, ich könnte hier runter. Ja.
mal jetzt. Alles klar, alle Lämpchen sind grün. Rennt der runter, ohne dass ich sterbe? Ich glaube nicht. Also doch wieder hier. Ah ja, und dann da. Hui! Hey, was ist das jetzt? Ist ja doch da oben. Und Corona-Niveau ist stabil. Die Diagnose gibt keine Fehler aus. Das könnte wirklich klappen. Es ist soweit. Sie ist tatsächlich einsatzbereit. Oh. Das hat funktioniert. Kommen Sie wieder runter. Bin ich schon. Okay. Okay, los geht's. Ich gebe das Datum in die Konsole ein. Achso, sie. Ich dachte, wer läuft denn da jetzt lang? 4. Juli 2010. Bereit? Nein. Du? Nein. Ich muss nochmal pullern. Okay. Dann los. Komm, jetzt fragen wir sie noch, ob sie bereit ist. Wir können es uns noch anders überlegen. Pass auf Emerald auf, während wir weg sind. Genau. Ich sorge dafür, dass Sophia nirgends hingeht, während ihr weg seid. Aber passt da drin auf, okay? Die Maschine wurde seit Jahren nicht verwendet. Werde ich. Bis bald. Bis bald. Setz deine Kampfkünste ein. Und du, sei brav. Was ist das hier? Ach ja. Kann ich irgendwas machen? Chronoquellen, also. Gut, dann gehen wir mal. Das ist es. Es gibt kein Zurück. Hey, warte, warte! Die kennt das schon. Was haben Sie getan? Das war die falsche Tür. Sie haben das Datum geändert. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich hatte keine Wahl. Sie durften die Gegenmaßnahme nicht bekommen. Es hätte unseren Plan gefährdet. Ich habe Monarch bereits kontaktiert. Sie sind auf dem Weg. Es ist vorbei. Was haben Sie getan? Sie ist vor die Verräterin. Fuck. Oh oh. Wir brauchen die Gegenmaßnahme für das Rettungsboot. Das Schiff geht eh unter. Wie die Titanic. Nix Rettungsboot. Ich halte mich an den Plan, fessle sie und verschwinde dann so weit weg wie möglich. Werde ich. Ich hätte doch vorher gekickt, was die da hingeht. Auf dich auf, Jack. Okay. Okay. Ach, Jack, ich hätte vorher geschaut, was die da eingibt. Erkunde das Schwimmbad. Ist sie doch die Verräterin und nicht Hedge? Ihre erste Reise in die Vergangenheit. 2010. Ab hier sind unsere Aufzeichnungen vage. Sie wissen, wie es ausgeht. Ihr Ziel war es, bei Ankunft die Gegenmaßnahme zu holen. Aber mein Ziel musste warten. Denn ich war nicht allein. Boah, schon geil. Einfach nur so im Kreislauf und schon bin ich in der Vergangenheit. Was ist das hier?
William Joyce, ja, der ist ja jetzt auch wieder am Leben, ne? Müsste ja eigentlich die Gegenmaßnahme an Beth Ryder. Okay, ich verlasse jetzt das Labor. Die Gegenmaßnahme ist sicher in mein Safe verwahrt. Ich weiß, dass ich nicht nach dem Grund dafür zu fragen habe. In 11 Jahren hast du niemals falsch gelegen und ich will die Zukunft sowieso nicht kennen. Das macht die Sache jedoch auch nicht einfacher für mich. Können wir uns morgen treffen? Nun, da die Vorrichtung fertig ist, muss ich über die nächsten Schritte informiert werden. Oh, kann nicht mal aufhören, das nervt. Und bitte sei vorsichtig mit der Gegenmaßnahme. Siehst du jetzt halt auf. Sie ist ungeheuer mächtig und es hat über ein Jahrzehnt gedauert, allein für sie Chrononpartikel anzusammeln. Das würde Jahre dauern, müsste ich von vorne anfangen. So, jetzt an William Joyce von Beth Wilder. Ich bitte Sie nun, etwas zu tun, was der Intuition widerspricht. Ruhe da hinten! Verlassen Sie das Labor, lassen Sie die Gegenmaßnahmen zurück und kehren Sie erst morgen früh wieder zurück. Wie immer ist es am besten, dass Sie mich nicht nach weiteren Details fragen. So, jetzt schreibt wieder William Joyce. Sie ist fertig, sie ist endlich fertig. Die Tests sind alle positiv verlaufen. Ich habe für den Riss in der Zeit eine funktionierende Gegenmaßnahme gebaut. Selbstverständlich kann ich es nicht beweisen, weil momentan kein Riss existiert. Aber ich bin mir sicher, dass sie funktioniert. Sie hat alle Tests bestanden, die ich entwickelt habe. Ich sehe keinen Grund, warum sie nicht funktionieren sollte. Da du die Zukunft kennst, wusstest du wahrscheinlich schon, dass ich sie heute fertigstellen würde. Auf diesen Tag habe ich so lange gewartet. So langsam bekam ich Zweifel. Ich habe seit fast 2 Jahren nichts von dir gehört. Bitte schick mir ein Lebenszeichen. Und hier ist noch ein Radio. Hey, Bobby Redford hier am 4. Juli. Und was für ein toller 4. Juli das ist. Es geht langsam aufwärts in Riverport. Sie glauben mir nicht? Dann blicken Sie auf das funkelnde Monarch-Gebäude. Das wird eine große Sache für diese Stadt. Ist da, glaube ich, gleich raus. Was ist hier los? Seit wann hat Will ein Graffiti-Workshop? Im Jahr 2016 war nichts von dem hier. Na, hier, wie heißt du denn noch? Beth? Ist hier noch irgendwas? Nee. Hier müssen wir aber schon gleich hin. Wir aber noch gucken hier. Okay, da müssen wir hin. Ist jemand. Warte mal. Abgeschlossen. Und ich muss wissen, was es mit den Schüssen auf sich hat, bevor ich von hier verschwinde. Okay. Ach, da schießen welche. Wer ist das, verdammt? Auf wen oder was schießen sie? Ich dachte, das wäre die Zeitmaschine, die so klappert. Hätte ich das vorher gewusst, dass man hier irgendwelche Kronquellen, Chronoquellen sammeln kann. Naja, egal. Ach Mann, spring bloß nicht, nein. Von da hinten. Ist doch hier Dings. Ach, wie heißt er denn noch? Ferrero. Küsschen hier. Nee, das ist Beth. Beth? Ich bin's. Hey, 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 hey. Was ist denn passiert? Also dann, jetzt gibt es kein Zurück. Jack? Ah, da, wo sie alleine losgegangen ist. Dr. Emerald hat mich in die Zukunft geschickt. Ich musste monatelang kämpfen, um einen Weg zurückzufinden. Ich war nicht die Einzige. Serene auch, ja. Stimmt. Die hat
Der Doppel-Karina. Halt! Ich bin ihm gefolgt. Er stellte Wills Maschine auf 1999. Den ersten möglichen Ausgangspunkt. Nicht schießen, hey, nicht schießen, hey, nicht hey, schießen! Alles okay, hey, alles okay. Ach. Alles okay. Ich bin ein Freund. Wer sind Sie? Ich bin Beth Wilder. Es gibt da was, das Sie wissen müssen. Du bist der Grund für die Gegenmaßnahme. Und seitdem bist du hier. 11 Jahre lang. Warum? Warum kamst du nicht zurück? Machen wir uns bereit. Wir haben nicht viel Zeit. Also sie ist schon immer hier eingesperrt in dieser Zeit. Sie hatte sich verändert. Und in ihren Augen war eine gewisse Schwere. Sie verbarg etwas. Das tat sie schon immer. Das tat sie schon immer. Was Beth in Ruhe. In Ruhe. 11 Jahre. Oh. Wandvoller Kalender. 11 Jahre ist sie schon, ja. Ja, und immer wieder kehrt sie hier zurück. Und ist immer 11. Ich werde die Türen sperren. 11 Jahre hier. Also, wo ist Will? Gefangen. Wo ist die Gegenmaßnahme? Die Gegenmaßnahme ist in Williams Labor. Da, wo er sie gebaut hat. Da ist die Zeitmaschine. Dann gehen wir dorthin. Genau. Ja. Das war der Plan. Absolut. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ah, wir müssen jetzt hier lang. Ich muss das nur öffnen. Ja, mach ich doch, da ist ein Schlüssel. Meine Sachen sind oben. Wir müssen sie holen. Es gibt so viel, was du nicht weißt. Was du nie gesehen hast. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass du jemals kommen würdest. Ich muss mal. So, jetzt waren wir ja auch schon drin. Ich muss wissen, ob ich mich auf dich verlassen kann. Ich habe dir mal gesagt, dass unser Schicksal bereits vorgegeben ist. Das glaube ich immer noch. Mehr als jemals zuvor. Ich mache mir nur Sorgen darüber, was es bedeutet. Dass wir es zu Ende bringen. Also eins sage ich euch, wenn das hier zu Ende ist, dann werde ich das irgendwann mal nochmal spielen, bloß mit anderen Entscheidungen und so. Hier sind auch ihre ganzen Graffitis, genau, das haben wir ja gesehen, an einer Wand hier.